Ganz herzlich willkommen, liebe 96TV-Zuschauer, hier aus unserer HDI-Loge. Und ich freue mich sehr, unser Capitano Christian Schulz ist da. Schulle, grüß dich. Ja, hallo, liebe Fans. Hallo, Felix. Schulle, gestern hast du pausiert. Was war da los? Wie geht's dir heute? Ja, ich hatte ein bisschen Magen-Darm-Probleme und ein bisschen Rückenprobleme. Von daher habe ich gestern mal die Einheit weggelassen, aber bin eigentlich ganz guter Dinge, dass ich gleich auch wieder einsteigen kann. Und das Spiel am Samstag ist absolut nicht in Gefahr für dich, oder? Nein, davon gehe ich jetzt nicht aus. Ich gucke natürlich, wie es jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen jetzt ist. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass es am Wochenende klappt. Drücken wir dir jetzt schon die Daumen für. Ist natürlich schwierige Lage momentan, das wissen wir alle, das wisst ihr alle zu Hause. Wie viel Hoffnung steckt denn noch in unserem Kapitän, dass wir das Ruder rumreißen können? Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Klar ist man nach so einem Spiel, nach so einem Bremen-Spiel natürlich schon ein bisschen niedergeschlagen und geht der Kopf ein bisschen nach unten, aber dann mit ein, zwei Tagen Abstand denkt man oder guckt man sich die Tabelle an und sagt so, hey, wir haben die Spiele auch noch, jetzt mit Köln, Hoffenheim kommt noch, Hamburg kommt noch, da sind noch unheimlich viele Punkte auch zu holen für uns, von daher werden wir weiter Gas geben. Wie ist denn die Stimmung in der Kabine unter den Jungs? Wahrscheinlich nach der Niederlage in Bremen war es wahrscheinlich, ich stelle es mir still vor. Mhm. Ja, genau so war es, war sehr ernüchternd und jeder war so ein bisschen in sich gekehrt und ja, da war die Stimmung natürlich in den nächsten zwei, drei Tagen war überhaupt nicht gut. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Ja, jetzt so langsam müssen wir aber wieder den Turnaround dann schaffen, dass wir die Stimmung auch hochhalten, weil ohne so eine positive Grundstimmung wird es dann auch am Wochenende nichts werden. Und da sind wir auf einem guten Wege jetzt. Du hast gerade schon ein paar Gegner angesprochen. Ich zähle sie mal auf, die nächsten Spiele. Jetzt klar, Köln am Samstag, dann in Frankfurt gegen Hamburg. Freitagabend, glaube ich, bei Hertha, Gladbach, Ingolstadt, Schalke, Hoffenheim, Bayern. Sind einige direkte Konkurrenten dabei, die man gegebenenfalls noch mal in den Strudel reinziehen kann und natürlich dementsprechend auch näher drankommen kann? Wie blickst du auf die? Das sind ja Endspiele alles, oder? Ja, das sind alles Endspiele, keine Frage. Und wir sind zurzeit ganz hinten dran. Also unsere Situation, ja, müssen wir verbessern und können wir auch verbessern. Vielleicht ist das Stück weit wenn man von Vorteil sprechen kann in der jetzigen Situation, aber dass wir eigentlich genau wissen, dass das unsere einzige Chance ist. Andere Mannschaften, die jetzt noch nicht da so reingerutscht sind, die vielleicht noch da reinkommen, die werden merken, dass der Kopf da unheimlich viel oder eine unheimlich große Rolle spielt. Und von daher hoffe ich natürlich, dass das ein Punkt ist, der uns ein bisschen nach oben bringen kann. Jetzt kommt am Samstag hier in unserer Arena der FC aus Köln. Die Kölner haben in der Rückrunde auch einen Sieg und drei Unentschieden geholt. Was kommt da auf uns zu am Samstag? Oh, die Kölner sind eine sehr unangenehme Truppe, also sehr, sehr kompakt, sehr, sehr zweikampfstark. Und es wird, ja, wie jedes Spiel in der Bundesliga, wird es nicht einfach, aber ist eigentlich relativ egal, welche Mannschaft jetzt am Wochenende hier nach Hannover kommt. Wir müssen einfach zusehen, dass wir den Platz richtig brennen lassen und dass wir die Kölner einfach weghauen, ja. Rund 40.000 Fans werden erwartet, plus minus, minus sage ich jetzt nicht, aber plus hoffen wir natürlich drauf. Wie wichtig wird das Zusammenspiel zwischen euch, zwischen den Fans auf den Rängen sein? Ja, natürlich wird das wichtig sein. Also auch nochmal ein großes Kompliment an die Fans, was sie in den letzten Wochen gezeigt haben. Gerade so bei den negativen sportlichen Ergebnissen, die wir gezeigt haben, waren sie eigentlich immer sehr, sehr positiv. Und deswegen nochmal ein großes Dank an die Fans. Ich hoffe, die Unterstützung bleibt bis zum Schluss so. Wir brauchen die Fans, dass wir dann zusammen auch das Ruder nochmal rumreißen können. Schulle, herzlichen Dank für deine Zeit. Ganz herzlichen Dank auch für die letzten Jahre. Danke auch an euch, weil für mich war das heute das letzte Interview für 96TV. Mich zieht es zurück in meine Heimat. Danke für die letzten tollen, tollen Jahre. Ich werde immer ein besonderes Auge auf 96 haben und 96TV natürlich dann als Fan und Zuschauer weiterverfolgen. Schulle, danke dir für deine Zeit. Ja, da wollte ich da ganz kurz natürlich auch nochmal einhaken. Felix, wir danken dir natürlich auch für die Zeit, die du für den Verein geopfert hast. Wir haben ganz tolle Erlebnisse gehabt. Von daher sehe ich es mit dem weinenden und mit dem lachenden Auge, dass du dich jetzt nochmal veränderst, weil du hast mir erzählt, dass deine Familie noch in der Nähe von Köln ist und sicherlich ein paar Punkte dann daraus sind, wo ich das vollkommen nachvollziehen kann. Aber nochmal großen Dank an dich. Es hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten und man sieht sich im Leben ja immer zweimal.
Immer gerne. Danke dir, Schule, für die Worte.